darum bangen müssen, ob sie überhaupt einen Platz kriegen, trotz Rechtsanspruch. Liebe Freundinnen und Freunde, das Betreuungsgeld steht für eine Politik, die sich der Wirklichkeit verweigert, weil die Wirklichkeit an dieser Stelle schwarz-gelb einfach nicht in den Kram passt. Und ich bin mir sicher, liebe Freundinnen und Freunde, mit Grün in der Regierung wird das Erste sein, was wir sofort wieder abschaffen und die 1,2 Milliarden in den Kita-Ausbau stecken. Dass die CDU und die FDP mit der Wirklichkeit so ihre Schwierigkeiten und Probleme haben, sehen wir auch daran, dass sie den Armuts- und Reichtumsbericht schamlos zensieren. Um das wahre Ausmaß von Armut und Reichtum zu verschleiern, ist Rösler dabei, den Bericht maximal zu glätten. Ihr müsst euch vorstellen, der Satz, das Privatvermögen in Deutschland ist ungleich verteilt, muss ebenso aus dem Bericht verschwinden wie der Hinweis, dass die Einkommensspreizung das Gerechtigkeitsempfinden der Bevölkerung verletze. Liebe Freundinnen und Freunde, was wirft das für ein Bild auf das Politikverständnis von Schwarz-Gelb? Das ist doch eine blanke Realitätsverweigerung, finde ich. Längst ist es so, dass die Menschen spüren, das spüren sie doch alle und wir auch im Alltag, die ungleiche Verteilung von Arm und Reich. Arbeitslosigkeit, zunehmende prekäre Beschäftigung und steigende Armut erleben Familien, erleben Kinder jeden Tag aufs Neue. Immer mehr Menschen verschulden sich und sparen wirklich am nötigsten. Das ist die Wirklichkeit von so vielen Menschen bei uns im Land. Wie lächerlich wirkt doch da diese Schönfärberei und diese Glättung dieses Berichtes. Liebe Freundinnen und Freunde, doch ich bin mir sicher, die Menschen lassen sich nicht so leicht täuschen. Viele spüren, dass es nicht gerecht zugeht in unserem Land. Deshalb sind Solidarität, Selbstbestimmung und auch Gerechtigkeit keine theoretischen Begriffe. Sie werden gelebt oder sie werden auch vermisst. Und das nehmen die Menschen wahr. Sie werden vermisst. Das ist eine ganz reale Erfahrung bei ganz vielen. Das spüren wir auch in Gesprächen mit Menschen. Gehen wir doch einfach mal mit offenen Augen durch Städte in NRW. Eine Stadt wie Hagen, ihr habt das vorhin gesehen, eine Stadt wie Gelsenkirchen oder eine Stadt wie Oberhausen und viele andere Städte in NRW und anderswo. Da können wir doch alle sehen, woran es fehlt. Und zwar überall. Am täglichen Leben für die Menschen, an den Gebäuden, an der Substanz. Überall sehen wir doch, was los ist. Hier, liebe Freundinnen und Freunde, kommt es ganz entscheidend auf uns Grüne an. Wir streiten für die Teilhabe aller am gesellschaftlichen, kulturellen, sozialen Leben und für gleiche Chancen. Wir werden dafür kämpfen. Und das müssen wir deutlich machen. Das müssen wir ausstrahlen, verkörpern. Das sich die Wirklichkeit ändert. Darauf müssen sich mit den Grünen die Menschen verlassen können. Und ich bin überzeugt davon, dass wir das ausstrahlen können mit unserem Programm, mit unseren Ideen. Deshalb, liebe Freundinnen und Freunde, sind mir auch die Städte und Gemeinden so wichtig. Sie sind das Fundament unserer Demokratie. Hier erleben wir alle Gemeinschaft, Gemeinsinn, Engagement. Hier können wir uns einmischen, Alltag leben oder auch einfach, wie viele von euch, Politik machen. Hier entscheidet sich die Lebensqualität der Menschen auch an der Qualität der öffentlichen Güter. Seien es die Parks, das Schwimmbad, das Theater, die Kita, die Kultur oder die Schule, das Jugendzentrum oder der öffentliche Nahverkehr. Zum Alltag in so vielen Städten und Gemeinden gehört mittlerweile, dass vielerorts Einrichtungen einfach verrotten, komplett geschlossen werden oder dass kräftig an der Gebührenschraube gedreht wird. Und das ist die reale Erfahrung von euch allen, die ihr Kommunalpolitik macht. Die kommunale Familie entwickelt sich immer mehr zu einer Zweiklassengesellschaft. Auf der einen die von steigenden Steuereinnahmen noch profitieren, und auf der anderen die seit Jahren Mangel verwalten und strukturell massiv unterfinanziert sind. Liebe Freundinnen und Freunde, und auf uns wird es ankommen, diese Entwicklung müssen wir beenden. Damit muss Schluss sein. Wir brauchen wieder starke und handlungsfähige Kommunen. Und deshalb bin ich so von überzeugt,
dass es keine weiteren Steuersenkungen auf Pump geben darf. Denn Steuersenkungen haben letztlich massive Auswirkungen auf das Leben in den Städten und Gemeinden. Jede Stadt wird das spüren. Jede Steuersenkung heißt für euch konkret vor Ort, ihr habt weniger Einnahmen, ihr habt weniger zu verteilen, ihr könnt weniger Leistung für die Bürgerinnen und Bürger erbringen. Und das müssen wir deutlich machen, das müssen wir den Menschen erklären, was hinter so einer Steuerentlastung dann auch steckt, hinter einer solchen Steuersenkung, dass das nichts für den Einzelnen ist, nur im positiven Sinne, sondern dass es der Stadt und der Gemeinde schadet, weil wir einfach weniger investieren können. Wir müssen bei den sozialen Kosten stärker ran. Wir haben fast 45 Milliarden Ausgaben jährlich. Dagegen kann niemand vor Ort ansparen. Deshalb sind wir auf der Bundesebene gefordert. Und wir sind gemeinsam mit dem Land gefordert, für eine aufgabengerechte Finanzausstattung zu sorgen. Liebe Freundinnen und Freunde, ich bin überzeugt, dass wir das schaffen können. Es wird ganz entscheidend auf Grün ankommen. Da bin ich mir sicher. Aber wir haben Konzepte, wir haben Ideen. Und wir wissen auch, dass wir gemeinsam mit Bundesebene, Landesebene und der kommunalen Ebene unsere Konzepte und Ideen in diesen grünen Wahlkampf einspeisen wollen. Wir nehmen die Wirklichkeit der Menschen nicht nur einfach zur Kenntnis, wir wollen sie ändern. Und ich wäre gern dabei und würde mit uns allen gemeinsam für einen richtig grünen Wahlkampf sorgen. Vielen Dank. Vielen herzlichen Dank, Britta. Fragen an dich liegen keine vor, sodass wir sofort in die Abstimmung einsteigen können. Ihr wisst das schon, mit der 1 enthaltet ihr euch, mit der 2 stimmt ihr mit Nein und mit der 3 stimmt ihr für Britta Hasselmann. Die Abstimmung ist jetzt eröffnet. Bitte schön. Und wenn ihr Schwierigkeiten habt mit der Abstimmung, haltet bitte euer Gerät hoch, damit die Technik sehen kann, wo es hakt. Und solltet ihr ganz hinten sitzen, wäre es auch freundlich, sich ein bisschen nach vorne zu bewegen, damit der arme Mann nicht so viel und so weit laufen muss. Gibt es Menschen, die nicht abstimmen konnten bisher? Wo gibt es Probleme? Ich hatte so ein zartes Ja gehört. Ich weiß bloß nicht, wo es herkam. Aus Köln kam das. Okay. Wenn ihr Probleme habt, wenn ihr Probleme habt mit der Abstimmung, bitte signalisiert es deutlich, damit wir es auch deutlich erkennen können. So, ich glaube, alle haben abgestimmt, dann schließe ich die Abstimmung. Es gab 257 abgegebene Stimmen, 129 wäre das Quorum gewesen. Es gab 9 Enthaltungen, 6 Nein-Stimmen, 242 Ja-Stimmen, das sind 94,16%. Herzlichen Glückwunsch, Britta. Britta, ich frage dich, nimmst du die Wahl an? Britta, hallo. Vielen herzlichen Dank. Aber ihr habt schon gemerkt bei den anderen, das Thema Kommunen haben wir schon ein bisschen stärker platziert, bei allen anderen auch. Ne? Daran will ich gerne mitwirken, dass das auch weiter so ist und gelingt. Vielen Dank dafür, dass ihr mir so vertraut und mich unterstützt. Und ich freue mich auf einen engagierten Wahlkampf mit uns allen. Danke. Herzlichen Glückwunsch. So, dann kommen wir nun zur Wahl von Platz 4. Dafür liegt uns bisher die Bewerbung von Friedhof Schmidt vor. Gibt es weitere Bewerbungen? Das scheint nicht der Fall zu sein. Damit schließen wir dann hier die Bewerbung für diesen Platz
Und ich habe noch kurz zwei Anmerkungen. Auch hier nochmal die Frage, wer hier Fragen einwerfen möchte, dann direkt jetzt. Und dann noch der Hinweis für alle Kandidatinnen und Kandidaten, die auch noch später reden. Eine Minute vor Redeschluss blinken wir einmal von hier aus kurz auf. Und wenn dann die Redezeit beendet ist, dann gibt es dann etwas deutlicheren Hinweis mit der Lampe. Das vorweg. Nun bitte ich Friedhof Schmidt ans Pult. Ja, liebe Freundinnen und Freunde, es gibt natürlich viele Gründe, Schwarz-Gelb im nächsten Jahr abzuwählen. Was mich aber ganz besonders aufgebracht hat, das war der Satz: Jetzt auf einmal wird in Europa wieder Deutsch gesprochen. Der Spruch stammt von Volker Kauder, dem Chef der CDU-Bundestagsfraktion. Der spielt hier ganz bewusst und ganz populistisch mit dem Chauvinismus von rechts in der Europadebatte. Nach dem Motto: Wir geben dem faulen Süden nichts. Wir Grüne stellen uns diesem nationalistischen Gerede entgegen. Das ist unsere Aufgabe als Europapartei, gerade auch im nächsten Bundestagswahlkampf. Vor 3 Jahren bin ich aus dem Europaparlament in den Bundestag gewechselt. Meine Einschätzung war damals: Nach dem Scheitern der Verfassung muss es eine Neuaufstellung der Europäischen Union geben. Und da wird für einige Jahre die politische Musik wieder stärker in den nationalen Hauptstädten spielen. Und das heißt ganz besonders in Paris und in Berlin. Ich hätte mir aber wirklich nicht träumen lassen, in welchem Ausmaß und wie schlecht das eintreffen würde und wie sehr unser Europa, unsere Europäische Union in eine Zerreißprobe gerät. Und das heißt auch, der Streit um den richtigen Weg für Europa aus der Krise wird mit im Zentrum der nächsten Bundestagswahl stehen. Das Duo Merkel und Sarkozy, es wurde ja kurz Merkozy genannt, hat Europa eine falsche Austeritätspolitik diktiert. Eine einäugige Sparpolitik, die notwendige Investitionen unmöglich macht und die nicht durch Konjunkturprogramme ausbalanciert wird, die führt in die Rezession, und die Rezession lässt die Schulden wachsen und lässt sie nicht reduzieren. Wir haben das seit 2010 immer wieder kritisiert, aber wir haben auch dafür gekämpft, dass die Rettungsgelder an die Krisenländer ausgezahlt werden, denn sonst wäre die Situation noch dramatischer geworden. Und es geht hier um die Selbstbehauptung Europas gegen die Angriffswellen aus den globalen Finanzmärkten. Ohne Politikwechsel kann diese Krise nicht überwunden werden. Sarkozy hat bei den französischen Wahlen im Sommer die rote Karte bekommen. Die erste Hälfte vom Duo Infernale Merkozy ist weg. Paris drängt jetzt auf eine andere Politik. Jetzt ist Berlin dran. Angela Merkel muss weg für Europa. Darum geht es am 22. September. Liebe Freundinnen und Freunde, und es geht bei den kommenden Wahlen auch um unsere Verantwortung in der Welt. Deutschland ist heute der drittgrößte Waffenexporteur weltweit. Und Frau Merkel will mehr. Sie sagt ganz offen, sie will den Waffenhandel zu einem normalen Instrument der deutschen Außenpolitik machen. Und gerade ist bekannt geworden, Schwarz-Gelb hat im Jahr 2011 Kriegswaffenexporte in Höhe von 5,4 Milliarden Euro genehmigt. 5,4 Milliarden, das ist Rekord. Und geplant sind auch noch diverse Panzerlieferungen an Saudi-Arabien, Katar, an Indonesien. Ich sage, Exporte in Spannungsgebiete müssen verboten bleiben. Und Exporte in Staaten, in denen die Regierung für gravierende Menschenrechtsverletzungen verantwortlich ist, gehören nicht genehmigt. Wir brauchen eine gesetzliche Regelung, ein Rüstungsexportgesetz. Richtlinien reichen nicht. Sie können unterlaufen werden.
Das ist eine entscheidende Lehre, ja, auch aus unserer eigenen Regierungszeit. Und daraus müssen wir die Konsequenzen ziehen. Das ist für mich ein Projekt, das auf der Agenda für den Regierungswechsel ganz nach vorne gehört. Wir müssen die Rüstungslobby in die Knie zwingen. Liebe Freundinnen und Freunde, die Performance dieser Regierung erinnert manchmal auch an Narhalla. Und mit Rösler, Niebel und Westerwelle gibt es auch ein seltsames Dreigestirn. Etwas durchgeknallt schon, aber nicht wirklich lustig. Sie stehen für eine unverantwortliche internationale Politik. Wirtschaftsminister Rösler ist der größte Bremser beim Klimaschutz. Gerade erleben wir die Klimaverhandlungen in Doha, die heute Nacht zu Ende gehen werden. Rösler hat verhindert, dass Deutschland dort wenigstens die in Bali versprochenen EU-Ziele bei der Emissionssenkung offensiv unterstützt. Von Vorreiterrolle keine Spur mehr. Peinlich, das ist Deutschlands Rolle dort. Und ehrlich gesagt, ich schäme mich auch für unser Land, wenn Herr Niebel in Entwicklungsländern mit seinem Militärkäppi auftritt. Was für eine peinliche Instinktlosigkeit. Und dann werden die internationalen Zusagen zur Entwicklungs- und Klimafinanzierung von dieser Regierung einfach gebrochen. Im Haushalt 2013 wird an dieser Stelle massiv gekürzt. Das ist eine Schande für unser Land. Und Minister Westerwelle, wisst ihr, was er dieses Jahr vorgelegt hat? Ein Konzept: Globalisierung gestalten, Partnerschaften ausbauen. Darin kommt das Wort Gerechtigkeit auf 68 langen Seiten nicht ein einziges Mal vor. Und das ist bei einem FDP-Minister kein Zufall, das ist Programm. Merkantilismus statt Menschenrechten, Profit statt globale Gerechtigkeit. Und darum lasst uns dieses peinliche Dreigestirn, lasst uns Rösler, Niebel und Westerwelle in die außerparlamentarische Opposition schicken. Liebe Freundinnen und Freunde, kurzum, wir brauchen einen Aufbruch zur Selbstbehauptung Europas in der Globalisierung. Wir brauchen eine Absage an den Waffenhandel und es geht um mehr internationale Gerechtigkeit. Dafür möchte ich ganz besonders kämpfen. Dafür bitte ich um eure Stimme. Danke. Ganz herzlichen Dank, Friedhof, auch für die Punktlandung, was die Zeit angeht. Wir haben eine Frage für dich, und zwar Patrick Jedamczyk aus dem KV Gelsenkirchen fragt: Wie denkst du über einen Schuldenschnitt für Griechenland? Dafür darfst du 3 Minuten. Nein, ich glaube, es ist ja klar, es gab ja schon für die privaten Schulden einen Schuldenschnitt bei Griechenland, und für alle, die sich mit der Frage beschäftigen, ist auch klar, das wird über kurz oder lang für die öffentlichen Schulden auch nötig sein. Und es ist falsch, dass Frau Merkel hier ihr ganzes Gewicht, das Gewicht Deutschlands, einbringt, um das hinauszuschieben. Sie will das hinausschieben bis nach der Bundestagswahl, damit sie weiter rumlaufen kann und sagen kann: Leute, das kostet nichts. Wir haben die Aufgabe, den Menschen zu sagen, es ist notwendig, Griechenland daraus zu helfen. Es ist notwendig, dass wir den Euro stabilisieren und den Euro retten. Aber natürlich wird es etwas kosten. Und das ist richtig, dass wir für Europa etwas investieren. Mit der Heuchelei der Regierung in dieser Frage muss Schluss sein. Auch dafür können wir spätestens am 22. September sorgen. Herzlichen Dank, Friedhof. Dann können wir jetzt in den Wahlgang einsteigen. Ihr habt auf der 1 wieder die Enthaltung, auf der 2 das Nein und mit der 3 wählt ihr Friedhof. Und ich eröffne hiermit den Wahlgang. Wenn es irgendwo Probleme gibt, würden wir euch bitten, jetzt einmal aufzuzeigen und laut zu brüllen. Konnte jeder also die Stimme abgeben, wenn er das wollte? Das scheint der Fall zu sein. Also können wir jetzt die Abstimmung hiermit schließen.
Wir haben ein Ergebnis. Es wurden 249 Stimmen abgegeben. Das heißt, das Quorum lag bei 125. Wir haben 11 Enthaltungen, 19 Nein-Stimmen und 219 Stimmen für Frithjof. Mit 87,95% ist er damit gewählt. Frithjof, nimmst du die Wahl an? Ja, vielen herzlichen Dank für dieses wunderbare Ergebnis. Ich freue mich darüber sehr und wir werden und können es schaffen im September. Dankeschön. Herzlichen Dank, Frithjof, und auch herzlichen Glückwunsch. Wir haben noch zwei Punkte, bevor wir hier den Wechsel im Präsidium vollziehen. Zunächst einmal haben wir eine Fundsache. Es ist ein braunes Lederhandschuhe abgegeben worden. Wer die vermisst, kann sie hier unten bei der Antragskommission gleich abholen. Und dann möchte ich noch mal einmal auf das Thema WLAN zu sprechen kommen. Das Problem scheint darin zu liegen, dass mehrere Geräte gleichzeitig im WLAN eingebucht haben. Und die Bitte an euch ist, wenn ihr nicht gerade wirklich mit einem Gerät surft im Netz, dann bitte loggt euch aus dem WLAN wieder raus. Die Frage an euch, müsst ihr wirklich mit Laptop, Handy und Tablet gleichzeitig im WLAN sein? Eigentlich ist alles großzügig ausgelegt, also überlegt immer, wann ihr drin sein müsst und wann vielleicht nicht. Die Bitte von der Seite und jetzt übergeben wir hier vorne im Präsidium. So, einen schönen guten Abend auch von uns. Wir machen jetzt weiter mit Platz 5. Hier liegt die Bewerbung von Katja Dörner aus dem Kreisverband Bonn vor. Und ich frage, gibt es weitere Bewerbungen für diesen Platz? Das ist nicht der Fall. Dann würde ich jetzt für diesen Platz den Bewerbungsschluss bekannt geben und Katja um ihre Bewerbungsrede bitten. Liebe Freundinnen und Freunde, ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert, Schwarz-Gelb, das galt einigen ja mal als eine Art politische Wunschehe, als eine Traumkonstellation. Ich sehe hier bei uns viele verblüffte Gesichter, aber es stimmt und es ist gerade mal 3 Jahre her. In die Legislatur gestartet sind Schwarz-Gelb mit einem Koalitionsvertrag, der hatte im Titel nur 3 wuchtige Wörter: Wachstum, Bildung, Zusammenhalt. Und wir können heute feststellen, gewachsen ist die Schere zwischen Arm und Reich in unserem Land, gewachsen ist die Staatsverschuldung, gewachsen ist der Frust über Klientelpolitik à la Mövenpick und Pflegebar,
Gewachsen ist aber auch die Wut über die Extremismusklausel und über eine üble Asylmissbrauchsrhetorik, während eine rechtsextreme Terrorgang 10 Jahre lang unbescholten unsere türkischstämmigen Nachbarn und Nachbarinnen ermorden konnte. Gewachsen sind die Hermesbürgschaften für Hühnerfabriken in der Ukraine. Liebe Freundinnen, liebe Freunde, ein Glück, dass wir eine wachstumskritische Partei sind. Bildung. Tja, gebildet wurde eigentlich wenig, höchstens neue Abteilungen in Ministerien, um auch die letzten 3 FDP-Mitglieder noch mit sicheren Jobs zu versorgen. Und zusammengehalten wird der schwarz-gelbe Laden von der nackten Angst vor dem Votum der Wählerinnen und Wähler. Liebe Freundinnen und Freunde, es kommt auf uns Grüne an, diesem würdelosen Treiben ein Ende zu machen. Es kommt auf uns an, diese als Regierung getarnte Gurkentruppe so schnell wie möglich in die Wüste zu schicken. Als Kinder- und familienpolitische Sprecherin habe ich keine andere Chance, als über Christina Schröder zu sprechen. Und ich fange mal so an. 30.000 Unterschriften auf www.nichtmeineministerin.de sind doch mindestens 30 Millionen zu wenig, liebe Freundinnen und Freunde. Diese Regierung hat keinen Plan, wo sie in der Kinder- und Familienpolitik, wo sie in der Gleichstellungspolitik hin will. Kinder rein in die Kitas, Kinder raus aus den Kitas. Mütter rein in die Jobs, Mütter raus aus den Jobs. Weg mit dem Betreuungsgeld, sagt Volker Kauder. Die Ministerin sagt, das Betreuungsgeld bleibt. Gutscheine für Haushaltshilfen fordern die einen und die anderen überlegen doch schon, wie sie die neue Geldleistung nennen sollen, die dann die bekommen, die wiederum diese Putzgutscheine nicht in Anspruch nehmen. Liebe Freundinnen, liebe Freunde, das ist doch Chaos. Wir werden dieses Chaos beenden. Wir werden das Betreuungsgeld, diese bildungs- und gleichstellungspolitische Katastrophe, sofort wieder abschaffen. Wir machen ernst mit der Priorität für den Kita-Ausbau. Wir haben Christina Schröder im Bundestag immer wieder aufgefordert, endlich eine solide Bedarfserhebung für den U3-Ausbau vorzulegen und auf der Grundlage dann eine faire Finanzierungsvereinbarung mit den Ländern und Kommunen zu machen. Die Ministerin hat den Kopf in den Sand gesteckt. Sie hat 3 Jahre lang es nicht vermocht, dem Finanzminister einen einzigen zusätzlichen Cent für den Kita-Ausbau aus den Rippen zu leiern. Und jetzt, wo die rot-grünen Bundesländer es geschafft haben, über die Fiskalpaktverhandlungen zusätzliche Millionen für den Kita-Ausbau zu erstreiten, da stellt sich diese Ministerin hin und meint, die Bundesländer mit kleinteiligen Vorgaben schikanieren zu können. Ich finde das völlig daneben, liebe Freundinnen, liebe Freunde. Das schwarze Peterspiel beim Kita-Ausbau muss ein Ende haben. Wir Grüne werden in Regierungsverantwortung ein Sofortprogramm auflegen, insbesondere für Kommunen, die einen Bedarf haben, der höher ist als die ursprünglich angestrebten 35%. Wir Grüne werden uns aber auch nicht verabschieden, wenn der Rechtsanspruch erfüllt ist. Wir übernehmen auch Verantwortung für die Qualität der Angebote. Deshalb werden wir in den Ganztagsausbau investieren und wir werden uns an der Finanzierung eines besseren Personalschlüssels in den Einrichtungen beteiligen, weil wir Grüne wissen, wie wichtig gute Kitas für alle Kinder sind. Als Mitglied im Haushaltsausschuss weiß ich nur zu gut, wie es um den Bundeshaushalt bestellt ist. Und eines ist mir ganz wichtig zu sagen: Keiner anderen Partei wird so viel Glaubwürdigkeit zugeschrieben wie uns Grünen. Und dem sollten wir uns auch weiterhin würdig erweisen. Das heißt, keine Versprechungen machen, von denen wir heute schon wissen, dass wir sie im nächsten Jahr nicht bezahlen können. Das heißt aber auch, klar darüber zu sprechen, dass wir liebgewonnene Subventionen abbauen werden, dass wir Steuererhöhungen brauchen, um wichtige Zukunftsinvestitionen überhaupt finanzieren zu können. Das Ehegattensplitting, liebe Freundinnen und Freunde, gehört endlich in die Geschichtsbücher. Wir brauchen diese Milliarden für den Kita-Ausbau und für eine Kindergrundsicherung, um endlich Schluss zu machen mit dem ungerechten System der Familienförderung in unserem Land, um diese Familienförderung endlich vom Kopf auf die Füße zu stellen. Für uns Grüne ist Familie da, wo Kinder sind und wo Menschen füreinander Verantwortung übernehmen. Wir wollen, dass alle Kinder
den gleichen Schutz, die gleiche Unterstützung, die gleiche Förderung seitens des Staates erfahren, unabhängig davon, ob sie bei verheirateten Eltern aufwachsen, ob sie bei ihrem Vater aufwachsen, ob sie bei der Mutter groß werden, ob sie in Regenbogenfamilien oder in Patchworkfamilien aufwachsen. Das deutsche Familienrecht bildet aber diese Pluralität der familiären Beziehungen überhaupt nicht ab. Und da wollen wir Grüne im Interesse der Kinder ran. Wir wollen Patchwork- und Regenbogenfamilien rechtlich besser absichern. Wir wollen soziale Eltern stärken. Das ist ein grünes Alleinstellungsmerkmal. Das wird es nur mit uns Grünen geben. Ich befrage Ministerin Schröder regelmäßig, wie es steht um die Kinderrechte in Deutschland. Und die Ministerin sagt auch regelmäßig, alles in Butter, kein Handlungsbedarf. Liebe Freundinnen und Freunde, wie kann es sein, dass alles in Butter ist, wenn minderjährige unbegleitete Flüchtlinge noch immer in ihren Asylverfahren wie Erwachsene behandelt werden können? Sie können weiterhin in Sammelunterkünften untergebracht werden. Sie haben keinen Anspruch auf eine umfassende Gesundheitsversorgung und auf Leistungen aus der Kinder- und Jugendhilfe. Ich benutze diesen Begriff nicht häufig. Man sollte ihn nicht inflationär benutzen. Aber dieser Zustand ist aus meiner Sicht ein Skandal in unserem Land, liebe Freundinnen und Freunde. Und wir haben als Grüne einen Gesetzentwurf in den Bundestag eingebracht, um diesen unwürdigen Zustand zu beenden. Und als rot-grüne Bundesregierung werden wir diesen Gesetzentwurf sofort wieder einbringen. Und ich wünsche mir sehr, eine krachende Einbringungsrede für diesen Gesetzentwurf halten zu können. Liebe Freundinnen und Freunde, auch dafür brauche ich eure Unterstützung und ich bitte euch um euer Vertrauen für eine zweite Legislaturperiode. Vielen Dank. Danke, Katja. Es liegen keine Fragen für dich vor. Das bedeutet, dass wir direkt in den Wahlgang einsteigen können. Das Prozedere dürfte euch ja bekannt sein. Ihr könnt mit der 1 euch enthalten, mit der 2 stimmt ihr Nein und für 3 gebt ihr die Stimme für Katja Dörner ab. Der Wahlgang ist eröffnet. Und ich bitte euch, wenn ihr Probleme mit eurem Stimmgerät habt, das deutlich mitzuteilen. Konnte jede und jeder seine Stimme, ihre Stimme abgeben? In der Mitte gibt es noch ein Problem. Dauert noch einen Moment, weil es dort hinten noch ein Problem mit der Stimmabgabe gibt. Konntest du deine Stimme nun abgeben? Noch nicht? Okay.
Wunderbar, vielen Dank. Dann schließe ich jetzt den Wahlgang und wir warten auf das Ergebnis. So, wir haben ein Ergebnis vorliegen. Es wurden abgegeben 259 Stimmen. Das Quorum lag daher bei 130 Stimmen. Es gab 9 Enthaltungen, 19 Nein-Stimmen und auf Katja entfielen 231 Stimmen. Das sind 89,19%. Katja, ich bitte dich auf die Bühne und frage dich, nimmst du die Wahl an? Ich nehme die Wahl an und ich freue mich sehr. Wir werden das rocken im nächsten Jahr und wir werden Schwarz-Gelb gemeinsam in die Wüste schicken. Vielen Dank an euch alle. Wir kommen jetzt zur Wahl von Listenplatz 6. Bislang liegen 2 Bewerbungen hier vor, von Oliver Krischer, Kreisverband Düren, und Markus Kurt, Kreisverband Dortmund. Ich frage die Versammlung, ob es weitere Bewerbungen gibt. Das ist nicht der Fall. Ich erkläre deshalb den Bewerbungsschluss und bitte, dass Oliver Krischer nach oben kommt. Fragen sind auch jetzt an die beiden Kandidaten einzuwerfen. Sag noch mal kurz, dass ich so ein bisschen ruhiger werde. Genau. Ich bitte die Versammlung darum, etwas ruhiger wieder zu werden, damit beide Redner auch gehört werden können. Liebe Freundinnen und Freunde, es ist noch keine 15 Jahre her, da haben die Energiekonzerne in Deutschland auf ganzseitigen Zeitungsanzeigen inseriert und hört zu, in Deutschland wird es physikalisch niemals möglich sein, mehr als 4% erneuerbare Energien zu erzeugen. Liebe Freundinnen und Freunde, wir sind heute bei 25%. Und das ist ein Riesenerfolg grüner Politik. Und das ist nicht nur ein Riesenerfolg grüner Politik, sondern es zeigt auch, dass manche es nicht verstanden haben in den Energiekonzernen, dass sie in einer alten Welt leben. Und jetzt im Jahr 2012, da kommt einer, der heißt Peter Altmaier. Der heißt Peter Altmaier und von Berufs wegen müsste er eigentlich die erneuerbaren Energien fördern. Doch was erzählt er uns? Wir haben 25% erneuerbare Energien. Wir müssen den Ausbau bremsen. Wir müssen langsam tun. Das geht nicht schnell genug. Liebe Freundinnen und Freunde, ich sage euch, der Mann kann die Grundrechenarten nicht. Wir brauchen 100% erneuerbare Energien und da fehlen noch 75%. Und dann kann man bremsen, wenn man bei 100 ist. Und da gibt es einen, der heißt Rösler, kommt aus der FDP, ist der Wirtschaftspraktikant von Frau Merkel und er will das EEG. Der will das EEG gleich abschaffen. Gut, das hat man jetzt von der FDP nicht anders erwartet, weil die haben uns im Landtag in Nordrhein-Westfalen immer was von Windindustriemonstern und solchen Dingen erzählt. Aber, liebe Freundinnen und Freunde, es ist schon erstaunlich, dass so jemand wie Armin Laschet, der Trümmermann der NRW-CDU, das EEG abschaffen will und durch ein Quotenmodell ersetzen werden will. Und genau zu dem Zeitpunkt, wo dieses Quotenmodell in Großbritannien gescheitert ist, wo der Windstrom doppelt so teuer ist und die Ausbaugeschwindigkeit halb so langsam ist, genau zu diesem Zeitpunkt, wo die Briten das abschaffen, will Armin Laschet das in Deutschland einführen. Das ist ein Weg zurück in die Vergangenheit zu Wolfgang Clement, zu Jürgen Rüttgers, zu den Zeichen der Vergangenheit. Das ist kein Weg nach vorne, liebe Freundinnen und Freunde. Und ich sage euch, das Erneuerbare-Energie-Gesetz
ist nicht nur der effektivste Weg für eine nachhaltige und klimafreundliche Energieversorgung. Es ist auch das größte Demokratisierungsprogramm in der Energiewirtschaft, das es seit dem Zweiten Weltkrieg gegeben hat. Diese 25% erneuerbare Energien werden durch mittelständische Unternehmen, Bürgergenossenschaften, private Haushalte, kommunale Stadtwerke erzeugt und eben gerade nicht durch die großen Energiekonzerne. Wir haben es geschafft, 1 Million Dächer in Deutschland zu Kraftwerken zu machen. Der nächste Schritt, liebe Freundinnen und Freunde, muss sein, dass wir 1 Million Heizungskeller zu Kraftwerken machen, zu Stromerzeugung machen, mit Mini-Mikro-BHKW. Da sind wir in Nordrhein-Westfalen mit Johannes Remmel auf einem guten Weg. Das müssen wir auch auf Bundesebene durchsetzen, die schwarz-gelbe Blockadepolitik bei der Kraft-Wärme-Kopplung endlich beenden. Und liebe Freundinnen und Freunde, es ist auch klar, wir müssen das EEG immer weiterentwickeln. Das betrifft natürlich die vielen Industrieausnahmen, aber auch die ganzen Boni bei Biogas im Münsterland, die Fehlentwicklungen mit Maismonokulturen. Da gibt es eine ganze Menge tun. Aber man darf das EEG nicht abschaffen, man muss es weiterentwickeln. Und vor allen Dingen darf der Satz nicht lauten, liebe Freundinnen und Freunde, wir müssen die Erneuerbaren marktfähig machen. Das ist falsch. Wir müssen den Markt zu den Erneuerbaren bringen, denn die Erneuerbaren passen nicht in einen Markt, der für Kohle und Atom geschaffen worden ist. Und da sind wir Grünen die einzige Partei im Bundestag, die mit Kapazitätsmärkten ernsthafte Vorschläge gemacht hat, die diesen Weg geht. Und da sind wir ganz nach vorne. Da ist von dieser Bundesregierung, aber auch von den Sozialisten, überhaupt nichts zu hören. Und liebe Freundinnen und Freunde, wir haben in den letzten Wochen eine beispiellose Kampagne gegen die erneuerbare Energien über das Preisthema erlebt. Und da finde ich, da hat Joachim Pfeiffer, der Mann ist wirtschaftspolitischer Sprecher der CDU und im Bundestag und kein ganz unwichtiger Mann, der hat da in entwaffnender Ehrlichkeit etwas gesagt. Er hat gesagt, die Verbraucher wollten die Energiewende, dann sollen sie sie auch bezahlen. Liebe Freundinnen und Freunde, das ist die Meinung der CDU. So geht das nicht. Man kann nicht Energiewende machen, sondern man muss die Kosten gerecht verteilen. Alle profitieren, dann müssen auch alle zahlen. Und wenn es Ausnahmen bedarf, dann muss es da eine klare Begründung geben. Ansonsten darf es nicht sein, dass Golfplätze, dass Supermarktketten, dass der Deutsche Wetterdienst und all diese ganzen Absurditäten weiter ausgenommen werden. Das ist eine Frage der Gerechtigkeit. Und ich sage euch, wir müssen in Zukunft verstärkt die Frage stellen, was würde es uns kosten, wenn wir nicht auf die Energiewende, wenn wir nicht auf Energieeffizienz und erneuerbare Energien setzen? Was würde das die Gesellschaft kosten? Und da muss man nur auf den Ölpreis gucken, der immer schneller nach oben steigt. Oder man muss gucken auf das, was zurzeit in Frankreich passiert, das Prestigeprojekt EPR in Flamanville. Letzte Kostenschätzung von letzter Woche, 8,5 Milliarden Euro für ein einziges Kernkraftwerk. Das macht deutlich, erneuerbare Energien sind am Ende die Billigmacher bei der Energieversorgung. Aber eines ist auch klar, kein Energiekonzept, kein Klimaschutzkonzept funktioniert am Ende ohne Energieeffizienz. Und Angela Merkel hat vor drei Jahren gesagt, sie will Deutschland zum Effizienzweltmeister machen. Liebe Freundinnen und Freunde, die Realität sieht völlig anders aus. Deutschland ist auf EU-Ebene der Bremsklotz beim Thema Energieeffizienz und das muss endlich aufhören. Wir müssen an die Spitze gehen. Das ist eine Chance für die deutsche Industrie. Und liebe Freundinnen und Freunde, gar nicht der Bremsklotz. Jetzt sind wir bei einem anderen Thema, beim Thema Fracking. Da ist es die ganze Zeit so, dass diese Bundesregierung klammheimlich eigentlich will, dass Fracking in Deutschland stattfindet, das vorantreibt. Sie verhindern seit zwei Jahren durch die Ablehnung unserer Anträge, dass hier endlich klare Regeln geschafft werden. Und das kann nicht sein, damit muss Schluss sein. Wir müssen endlich diese absurde Technologie in Deutschland verhindern. Und ich sage euch,
Mit einer rot-grünen Bundesregierung kann es uns gelingen, die richtigen Rahmenbedingungen für die Energiewende zu setzen. Aber eines ist auch klar. Am Ende sind es nur Rahmenbedingungen, am Ende sind es nur Gesetze im Bundesgesetzblatt. Die Energiewende muss vor Ort gemacht werden, die muss vor Kommunen gemacht werden. Die ist ein grünes Gemeinschaftsprojekt, für das wir alle stehen, für das die ganze Partei steht, für das ich mit euch kämpfen will. Weil wir, wenn wir das hier in Deutschland schaffen, nach dem Drama in Doha, dann wird das auch weltweit einen Nachahmer finden. Und ich finde, dazu müssen wir gemeinsam kämpfen. Dazu müssen wir nicht deutsche Panzer in die Wüste schicken, sondern diese schwarz-gelbe Bundesregierung, liebe Freundinnen und Freunde. Und dafür will ich mithelfen und bitte um eure Unterstützung. Es liegen keine Fragen vor an Oliver, deshalb bitte ich Markus ans Mikro. Liebe Freundinnen und Freunde, die vergangenen 3 Jahre waren für viele Menschen in Deutschland 3 bittere Jahre. Bittere Jahre für Menschen ohne Einkommen, die mit weniger als dem Existenzminimum auskommen mussten und überdies auch noch spätrömischer Dekadenz bezichtigt wurden. Bittere Jahre für erwerbslose Menschen mit Behinderungen, die ohne Unterstützung den Weg in den ersten Arbeitsmarkt nicht finden und die ohne Chance blieben, weil Jahr für Jahr das Eingliederungsbudget der Jobcenter drastisch gekürzt wurde. Und bittere Jahre auch für Leiharbeitnehmerinnen, die trotz gleicher Arbeit nicht annäherungsweise den gleichen Lohn erhielten wie die festangestellten Kolleginnen und Kollegen. All diese Bürgerinnen und Bürger sind in den bis jetzt 3 Regierungsjahren von Schwarz-Gelb fortwährend diskriminiert und verhöhnt worden. Die Reinigungskraft im Hotel Adlon durfte sich anhören, dass ein Mindestlohn ihren Arbeitsplatz gefährden würde, während auf der anderen Seite die Mehrwertsteuerermäßigung ihrem Arbeitgeber Millionen an Zusatzgewinn in die Kassen spülte. Damals wurde mir klar, dass ich den Hintersinn der FDP-Parole Leistung muss sich wieder lohnen wohl nicht ganz verstanden hatte. Mit denjenigen, die etwas leisten und denjenigen, für die es sich lohnt, sind ganz offensichtlich nicht dieselben gemeint gewesen. Besonders bitter war und ist die Haltung der Regierungsparteien, die sich christlich nennen, gegenüber den ALK-2-Beziehenden. Nachdem das Bundesverfassungsgericht im Februar 2010 den Grundsatz der Menschenwürde für unverfügbar erklärt hatte und eine Neuberechnung der Regelsätze verlangt hatte, setzte ein unappetitliches Spektakel ein. Sehr konkret entpuppte sich die Union als Dagegenpartei der ganz besonderen Art. Sie ist dagegen, dass ALK-2-Beziehende Zimmerpflanzen, Schnittblumen oder Weihnachtsbäume haben. Sie ist dagegen, dass Rentner mit ergänzender Grundsicherung sich eine Flasche Sekt zum Geburtstag gönnen. Sie ist dagegen, dass geringstverdienende Eltern, die aufstocken, mit ihren Kindern wenigstens zum Geburtstag einmal in die Eisdiele gehen können. Und so konkret können und werden wir im Wahlkampf benennen, was schwarz-gelbe Politik für die Ärmsten in diesem Land bedeutet. Am erbärmlichsten aber präsentierte sich diese Regierung, als es um das Existenzminimum der Kinder und Jugendlichen ging. Eine Erhöhung der offensichtlich viel zu niedrigen Leistungen für Kinder war für Christian Lindner, den selbsternannten Erfinder des mitfühlenden Liberalismus, ein falscher Gebäranreiz, wie er es sagte, für die falschen Mütter. Schäbiger geht es wirklich nicht. Liebe Freundinnen und Freunde, diese Regierung hat sich längst in eine selbstgebastelte Wirklichkeit geflüchtet. Allein die Erwähnung der Tatsache, dass 2010 mehr als 4 Millionen Menschen zu Bruttostundenlöhnen von weniger als 7 Euro arbeiten, ist Schwarz-Gelb schon zu viel und wurde deswegen aus dem Armuts- und Reichtumsbericht gestrichen. Diese fortgesetzte Realitätsverweigerung hat aber handfeste Folgen. Denn die soziale Verschuldung in diesem Land wächst. Dauerhafte Armut ist nämlich teuer. Und das nicht nur wegen der Kosten für Arbeitslosengeld II oder andere Sozialtransfers.
Und ebenfalls nicht nur wegen der Folgekosten von Armut, etwa aufgrund der steigenden Zahl psychischer Erkrankungen von Arbeitslosen. Viel schwerer wiegt, dass diese Gesellschaft auf die Potenziale von Millionen Menschen verzichtet, ja diese geradezu missachtet. Wir Grüne sagen aber, es kommt auf alle an. Jeder und jede wird gebraucht. Wir Grüne haben den Gedanken der Inklusion, den Gedanken des Dazugehörens aller Menschen zur Grundlage unserer Gesellschafts- und Sozialpolitik gemacht. Wir wissen, dass diese sehr grundsätzliche Wertentscheidung, alle gehören dazu, dass diese grundsätzliche Wertentscheidung nicht immer bequem ist. Wir wissen, dass etwa Flüchtlinge, Psychiatrieopfer und eben auch ALK-2-Empfänger dazugehören und wir wissen, dass dies aber nicht unbedingt eine Mehrheitsmeinung ist. Da werden wir noch eine ganze Menge dran arbeiten müssen und Überzeugungsarbeit leisten müssen. Und an dieser Stelle muss ich einfach mal auf die SPD zu sprechen kommen. Sigmar Gabriel behauptet ja gerne, die Grünen machten eine Wohlfühlpolitik für die Bionade-Bourgeoisie und für die Latte-Macchiato-Trinker. Aber wo waren Herr Gabriel und die SPD-Bundestagsfraktion, als letzte Woche ein grüner Antrag zur Abschaffung des Asylbewerberleistungsgesetzes zur Abstimmung stand? Abgelehnt haben sie ihn. Und wo stand die SPD am Ende des Vermittlungsverfahrens um die Arbeitslosengeld-II-Regelsätze? An der Seite der Regierung? Nein, Herr Gabriel, wenn es in heiklen Sozialdebatten darum ging, Stellung auch für diejenigen zu beziehen, die keine Lobby- und Interessenorganisation haben, wenn Bild, Bams und Glotze die Meinungsmaschine gegen angebliche Sozialschmarotzer anwarfen, dann war regelmäßig nur auf eines Verlass, dass die Sozialdemokraten sich in die Büsche schlagen. Es waren und bleiben wir Grüne, die eine menschenrechtlich begründete Sozialpolitik für alle machen. Und dafür, liebe Union und SPD, werden wir im Wahlkampf selbstverständlich alle uns zur Verfügung stehenden bürgerlichen Tugenden mobilisieren. Zum Beispiel Respekt vor anderen, Verlässlichkeit und Mut. Liebe Freundinnen und Freunde, lasst uns die bitteren Jahre beenden. Lasst uns dafür kämpfen, dass 2,5 Millionen arme Kinder und Jugendliche trotz ihrer Herkunft bessere Zukunftschancen haben. Lasst uns dafür kämpfen, dass ihre Familien ein menschenwürdiges Existenzminimum haben. Lasst uns dafür kämpfen, dass Menschen mit Behinderung unterstützte Arbeit zu tariflichen Löhnen bekommen. Lasst uns kämpfen für eine angstfreie Existenzsicherung und für eine Sozialpolitik, die Menschen mit ihren Potenzialen, ihren Wünschen und Fähigkeiten ernst nimmt. In diesem politischen Kampf möchte ich an eurer Seite stehen. Ich bitte um eure Stimme. Vielen Dank, Markus. Auch an Markus liegen keine Fragen vor. Deshalb kommen wir zur Abstimmung. Ihr könnt stimmen mit der 1 für Enthaltung, mit der 2 für Nein, mit der 3 für Oliver Krischer, mit der 4 für Markus Kurt. Ich erkläre den Wahlgang für eröffnet. Gibt es noch irgendwo Probleme mit der Abstimmung? Das scheint nicht der Fall zu sein. Dann schließe ich hiermit den Wahlgang. Wir haben ein Ergebnis.
Es wurden 262 Stimmen abgegeben. Das Quorum liegt bei 132 Stimmen. Mit Enthaltung stimmten eine Person, mit Nein stimmten drei. Für Markus Kurt haben 113 Delegierte gestimmt, für Oliver Krischer 145 Delegierte. Damit ist Oliver gewählt. Oliver, nimmst du die Wahl an? Ja, liebe Freundinnen und Freunde, ich nehme die Wahl an und wir packen das mit der Energiewende. So, wir kommen nun zur Wahl des Listenplatzes 7. Hier liegt die Bewerbung von Irene Mihalic aus dem Kreisverband Gelsenkirchen vor. Und ich frage, gibt es weitere Kandidaturen für den Listenplatz 7? Das ist nicht der Fall. Dann verkünde ich nun den Bewerbungsschluss für diesen Listenplatz und bitte Irene um ihre Vorstellungsrede. Irene, du hast 7 Minuten. Liebe Freundinnen und Freunde, nach 3 Jahren Schwarz-Gelb kann man ja eigentlich nur zu einem Fazit kommen. Wir erleben die schlechteste Bundesregierung aller Zeiten. Es muss endlich Schluss sein mit dem Blindflug bei der Energiewende. Umweltminister Altmaier hat neulich getwittert, dass er hofft, dass am ersten Advent hoffentlich all denen ein Licht aufgehen mag, die Klimaschutz immer noch für nebensächlich halten. Aber Klimaschutz geht nicht ohne Energiewende und die fährt eher gerade krachend vor die Wand. Dieser Bundesregierung wird in dieser Frage nie ein Licht aufgehen. Die tappen völlig im Dunkeln und deshalb müssen wir Schwarz-Gelb in 289 Tagen vollständig ablösen, liebe Freundinnen und Freunde. Aber das ist nicht der einzige Grund. Diese Regierung gefährdet mit ihrer Verordnung eines deutschen Europa den Frieden auf diesem Kontinent. Sie steht für die Umverteilung von unten nach oben und die Schere zwischen Arm und Reich geht immer weiter auseinander. Und die Bürgerinnenrechte werden mit Füßen getreten. Unter den Augen der angeblich so bürgerrechtlich orientierten FDP-Justizministerin geht doch immer noch das Gespenst von der Vorratsdatenspeicherung um. Die Sicherheitsbehörden verfügen über immer neue Datensammlungen und Eingriffsbefugnisse und es wurde eine Extremismusklausel geschaffen, sodass der Verfassungsschutz über die Gemeinnützigkeit von zivilgesellschaftlichen Gruppen entscheidet, die sich zum Beispiel gegen Nazis engagieren. Die FDP verhökert die Bürgerinnen und Freiheitsrechte bereitwillig an die Union für ihre Wahlgeschenke an Hoteliers, liebe Freundinnen und Freunde. Und die Union... Die Union profiliert sich unterdessen mit der inneren Sicherheit. Ihr Leitbild ist der Überwachungs- und Präventionsstaat. Innenminister Friedrich regiert mit der Angst. Mit der Angst vor der terroristischen Bedrohung, aber eben auch mit der Angst vor angeblichen Flüchtlingsströmen. Doch wer oder was soll hier eigentlich geschützt werden? Um die Menschen geht es dabei jedenfalls nicht. Denn sie werden nicht vor willkürlichen Zugriffen des Staates geschützt. Nein, hier schützt sich der Staat vor den Menschen. Das ist eine völlige Verkehrung. Das betrifft nicht nur die Menschen, die schon hier leben, sondern eben auch diejenigen, die hier Zuflucht suchen, weil sie in ihrer Heimat verfolgt und diskriminiert werden. Friedrichs Das Boot ist voll Rhetorik, schürt Fremdenfeindlichkeit und Ängste. Und das hat nichts mit innerer Sicherheit zu tun. Das ist brandgefährlich, liebe Freundinnen und Freunde. Als ich vor fast 20 Jahren meine Ausbildung bei der Polizei begonnen habe, da war ich sehr geprägt von den schrecklichen Anschlägen damals in Mölln, Solingen, Hoyerswerda und Rostock-Lichtenhagen. Damals habe ich gedacht, dass diese Ereignisse sich so tief ins Bewusstsein der Menschen, ja auch der Behörden und des Staates eingebrannt haben müssen, dass so etwas nie wieder passieren kann. Es ist mir unbegreiflich, wie sich danach weitgehend, unbehelligt von der Öffentlichkeit, rechtsterroristische Strukturen bilden und verfestigen konnten.
Die Gefahr von rechts wurde weiterhin verkannt. Stattdessen werden bis heute zum Beispiel die Linkspartei, aber auch Antifa-Gruppen vom Verfassungsschutz beobachtet. Damit muss endlich Schluss sein, liebe Freundinnen und Freunde. Es ist an der Zeit, die Hand vom rechten Auge zu nehmen. Die Ereignisse rund um die grauenvollen Morde des nationalsozialistischen Untergrunds haben uns gezeigt, dass durch den anhaltenden Blindflug der Sicherheitsbehörden Opfer zu Tätern gemacht wurden. Und die gleiche Politik, die das Versagen nicht verhindern konnte, die soll nun plötzlich wieder alles besser machen. Wieder eine neue Datenbank, wieder ein neues gemeinsames Abwehrzentrum, ja, eigentlich gegen alles Mögliche, gegen Extremismus, gegen Terrorismus, von links, von rechts, von Ausländern und Spionage, ein einziger Gemischtwarenladen. Ohne Ziel und Plan, das ist die Politik der Bundesregierung. Liebe Freundinnen und Freunde, solche Nebelkerzen sollen uns vorgaukeln, die Bundesregierung habe die Lage fest im Griff. Aber sie haben nichts im Griff. Sie binden Geld und Personal an der falschen Stelle, sodass es woanders bitter fehlt. Was wir aber als Reaktion auf die NSU-Verbrechen definitiv nicht brauchen, ist eine Vermischung von Polizei und Nachrichtendiensten. Aber genau das geschieht bei der Antiterror-Datei, der Rechtsextremismus-Datenbank oder beim neu geschaffenen Extremismus- und Terrorabwehrzentrum. Was wir im Kampf gegen die Feinde von Demokratie und Rechtsstaatlichkeit brauchen, das ist doch die Stärkung von Demokratie und Rechtsstaatlichkeit. Und das bedeutet, Polizei und Nachrichtendienste müssen voneinander getrennt bleiben. Wenn wir das Trennungsgebot aufgeben, bekommen wir früher oder später eine politische Polizei. Und das will keiner von uns, liebe Freundinnen und Freunde. Was wir brauchen, ist eine bürgernahe, rechtsstaatliche Polizei, die gut organisiert und ausgebildet ist, die konkrete Gefahren abwehrt und Straftaten verfolgt. Und wir brauchen auch einen Inlandsnachrichtendienst, der sich im Vorfeld von konkreten Gefahren oder Straftaten auf gewaltbereite Bestrebungen von rechts- und islamistischen Terrorismus konzentriert. Aber einen Nachrichtendienst mit deutlich reduziertem Aufgabenspektrum. Wir müssen diesen völlig verworrenen Behördendschungel endlich entflechten. Und dazu brauchen wir mehr Transparenz und eine Stärkung der parlamentarischen Kontrolle, eine Überprüfung der Notwendigkeit des Einsatzes von V-Leuten und klare gesetzliche Bestimmungen. Zuständigkeiten, Aufgaben, Behördenstrukturen und Personal gehören allesamt auf den Prüfstand. Und hier geht es nicht um kleine kosmetische Korrekturen, sondern um einen echten sicherheitspolitischen Neustart. Heute ging die Innenministerkonferenz zu Ende, aber das Ergebnis ist wahrlich enttäuschend. Ein paar Datenbanken werden verändert und es wird ein zentrales V-Leute-Register eingeführt. Ja, soll das jetzt etwa der große Wurf gewesen sein? Dieses ewige Drehen an kleinen Stellschrauben reicht nicht aus. Die Sicherheitsarchitektur gehört vom Wasserkopf auf die Füße gestellt, liebe Freundinnen und Freunde. Diese Bundesregierung ist auch in der Innen- und Rechtspolitik ein Totalausfall. Sie ist weder ein Gewinn für die Bürgerinnenrechte noch für die Gewährung innerer Sicherheit. Es wird unsere grüne Aufgabe sein, den scheinbaren Widerspruch zwischen Bürgerinnenrechten und innerer Sicherheit aufzulösen. Sicherheitsmaßnahmen dürfen niemals dazu führen, die Bürgerinnen- und Freiheitsrechte auszuhöhlen. Ohne deren Schutz gibt es keine innere Sicherheit und ohne deren Gewährleistung wird Sicherheit bedeutungslos. Wir Grüne stehen für einen rechtsstaatlichen Neuanfang, für eine Politik, die emanzipatorisch und die menschlich ist, für eine eigenständige Innenpolitik, die dem Sicherheitsbedürfnis der Menschen Rechnung trägt und die Bürgerinnenrechte nicht dagegen ausspielt. Für diesen innen- und rechtspolitischen Neuanfang, liebe Freundinnen und Freunde, möchte ich mich im Deutschen Bundestag einsetzen und dafür bitte ich ganz herzlich um euer Vertrauen und eure Stimme. Vielen Dank. Danke, Irene. Das war eine Punktlandung. Das war super. Es gibt eine Frage noch an dich. Es wäre klasse, wenn du kurz nach oben bleiben könntest. Die Frage kommt von Berit Grote aus dem KV Minden-Lübbecke und sie lautet, wie stehst du als Polizistin zu der Kennzeichnungspflicht für Polizeibeamte? Du hast 3 Minuten, um diese Frage zu beantworten. Ja, liebe Freundinnen und Freunde, ich als Polizeibeamte und die Kennzeichnungspflicht für Polizeibeamte, ja, das ist doch eine Selbstverständlichkeit, dass wir eine Kennzeichnungspflicht brauchen. Dafür haben wir uns doch in den Koalitionsverhandlungen hier in Nordrhein-Westfalen, also bei den rot-grünen Koalitionsverhandlungen im innenpolitischen Bereich stark gemacht und sie wird kommen. Und die Kennzeichnungspflicht, das sollte eine Selbstverständlichkeit sein für alle Polizeibeamtinnen, damit wir
nicht mehr anonym irgendwie den Bürgerinnen und Bürgern gegenübertreten, sondern ganz offiziell mit offenem Visier. Und wie gesagt, ich halte das für eine Selbstverständlichkeit. Es lohnt sich, sich dafür einzusetzen. Und ich bin sehr froh, dass wir uns hier in Nordrhein-Westfalen auf den Weg machen und die Kennzeichnungspflicht hier einführen. Danke, Irene. Dann können wir nun in die Abstimmung zu Platz 7 eintreten. Euch dürfte bekannt sein, dass ihr mit 1 für Enthaltung stimmt, mit 2 eure Nein-Stimme abgebt und mit 3 für Irene Mihalic stimmt. Ich erkläre die Abstimmung für eröffnet. Gibt es Delegierte, die Probleme damit haben, ihre Stimme abzugeben? War es jedem möglich, die Stimme abzugeben? Dann schließe ich jetzt den Wahlgang und wir warten aufs Ergebnis. Ich nutze noch mal kurz die Gelegenheit, jetzt gerade geht's, es wird, der Geräuschpegel steigt im Laufe dieses Abends. Ich würde euch bitten, aus Respekt vor den Vorstellungsreden der Kandidatinnen und Kandidaten, eure Gespräche ins Foyer zu verlagern, dass wir hier ein bisschen eine ruhige Atmosphäre auch schaffen können. Das wäre eine große Hilfe. Wir haben ein Ergebnis. Es wurden 250 Stimmen abgegeben. Das Quorum lag daher bei 126 Stimmen. 25 Enthaltungen waren zu verzeichnen, 23 Nein-Stimmen und auf Irene entfielen 202 Stimmen. Das sind 80,8%. Irene ist damit gewählt. Irene, ich frage dich, nimmst du die Wahl an? Ja, liebe Freundinnen und Freunde, ich nehme die Wahl gerne an und ich freue mich auf den Wahlkampf mit euch. Wir kommen jetzt zur Wahl des Listenplatzes Nummer 8. Bislang liegt eine Bewerbung vor von Markus Kurt, Kreisverband Dortmund. Ich frage die Versammlung, ob es weitere Bewerbungen gibt. Das ist nicht der Fall. Damit erkläre ich den Bewerbungsschluss. Da Markus sich gerade schon hinreichend vorgestellt hat und ich lobe ihn auch ausdrücklich, er hat nämlich da auch eine Punktlandung gemacht, das will ich dann auch mal erwähnen an der Stelle, können wir direkt zur Abstimmung kommen. Das dauert noch einen Moment, bis Sie das vorbereitet haben. Okay. So. Ihr könnt wählen mit der 1 Enthaltung, mit der 2 Nein und mit der 3 Markus. Ich erkläre den Wahlgang für eröffnet. Gibt es irgendwo Probleme mit der Abstimmung? Das scheint nicht der Fall zu sein. Dann erkläre ich den Wahlgang für geschlossen.
Wir haben ein Ergebnis. Es wurden 249 Stimmen abgegeben. Damit beträgt das Quorum 125 Stimmen. Wir haben 14 Enthaltungen, 22 Nein-Stimmen und auf Markus entfielen 213 Stimmen. Damit ist Markus gewählt. Markus, ich frage dich, ob du die Wahl annimmst. Ja, vielen Dank. Vielen, vielen Dank für das Vertrauen. Und jetzt geht's auf zu dem Kampf für mehr grüne soziale Gerechtigkeit mit euch zusammen. Danke. So, bevor wir nun in den Wahlgang zu Platz 9 eintreten, möchte ich kurz was durchsagen zum weiteren Verlauf dieses Abends. Ihr wisst, wir haben uns vorgenommen, heute bis Platz 10 zu wählen. Das werden wir auch so tun, weil es im Anschluss an diese Versammlung noch das Antragstellerinnen-Treffen geben wird zum inhaltlichen Antrag zur Energiepolitik, den wir am Sonntag beraten werden. Dieser findet statt unmittelbar im Anschluss an die Vertagung der LDK auf morgen im Raum Symphonium. Meines Wissens ist das der Raum im Erdgeschoss hier. Genau. Gut. Dann würde ich jetzt euch bitten, wenn alle Umarmungen umarmt und alle Glückwünsche ausgesprochen sind, euch wieder zu euren Plätzen zu begeben, damit wir weitermachen können in der Vorstellungsrunde. Und ich würde dann Platz 9 aufrufen. Hier liegt uns eine Bewerberin vor von Katharina Dröge aus dem Kreisverband Köln. Und ich frage euch, gibt es weitere Bewerbungen für Platz 9? Okay, es gibt eine zweite Bewerbung für Platz 9. Und die zweite Bewerberin auf Platz 9 ist Ute Kotschi aus dem Kreisverband Lippe. Die beiden Kandidatinnen haben nun die Möglichkeit, sich jeweils 7 Minuten vorzustellen. Wir beginnen, weil sie im Alphabet die erste ist, mit Katharina Dröge. Katharina, deine Bühne. Liebe Grüne, ziemlich genau vor einem Monat, nämlich am 9. November, sind in Köln über 70.000 Menschen aus ganz NRW auf die Straße gegangen, um gegen rechte Gewalt und gegen die soziale Spaltung in dieser Gesellschaft zu demonstrieren. Mich hat das unheimlich beeindruckt, denn diese riesige Zahl an Demonstrantinnen hat an diesem historischen Tag ein starkes Zeichen dafür gesetzt, dass den Menschen in diesem Land Vielfalt, Solidarität und Gemeinschaft enorm wichtig sind. Und ein Zeichen dafür, dass Ausgrenzung in dieser Gesellschaft keinen Platz hat. Auf den Punkt gebracht hat es auf dieser Demo der Kabarettist Wilfried Schmickler, der in seinem Gedicht »Das ist doch normal« beschrieben hat, wie viele soziale Missstände in dieser Gesellschaft schon fast zur traurigen Normalität geworden sind. Dass es schon fast normal geworden ist, wenn Tag für Tag 10 Millionen Menschen in Deutschland arbeiten gehen und trotzdem kaum davon leben können. Dass es schon fast normal geworden ist, wenn die Reallöhne der Geringverdiener seit der Jahrtausendwende gefallen sind, wenn die Einkommen und Vermögen der Reichen immer weiter steigen. Und dass es schon fast normal geworden ist, wenn der Staat seine wichtigsten Mitarbeiterinnen, nämlich die Alten- und Krankenpflegerinnen, die Erzieherinnen und Sozialarbeiterinnen, am schlechtesten von allen bezahlt. Ich fand, diese Demo war deshalb ein starkes Zeichen, weil da 70.000 Menschen standen, die genau das nicht total normal finden. Menschen, die eine andere Vision von unserer Gesellschaft haben,
Eine Vision von Gerechtigkeit, Zusammenhalt und Verantwortung, für die wir Grüne seit Jahren streiten und für die ich im nächsten Bundestag Finanzpolitik machen möchte. Liebe Grüne, ich bin überzeugt, gerade in der Finanzpolitik liegt ein Schlüssel, um diese Probleme in den nächsten Jahren anzugehen. Wir müssen dafür sorgen, dass die Einkommenssteuer wieder gerechter wird, dass Vermögen wieder angemessen besteuert wird und dass kein Mensch in Deutschland mehr unter Mindestlohn arbeiten muss. Wir brauchen endlich eine wirklich solidarisch finanzierte Kranken- und Rentenversicherung, in der jeder Mitglied ist. Und wir müssen endlich dafür sorgen, dass unser Steuersystem auch ökologische Anreize setzt, etwa bei den Stromsteuern oder bei der Abschaffung von Steuerprivilegien für Dienstwagen oder für Flugbenzin. Denn, liebe Grüne, ich bin überzeugt, wir Grünen sind die einzige Partei in Deutschland, die verstanden hat, dass Klimaschutz, soziale Gerechtigkeit und eine zukunftsfähige Wirtschaftspolitik keine Gegensätze sind, sondern im Gegenteil zusammengehören. Liebe Grüne, wir müssen außerdem dafür sorgen, dass der Bund, die Länder, aber vor allen Dingen die Kommunen wieder ausreichend Handlungsspielräume bekommen. Geld für gute Schulen, für vernünftige Kitas und für eine bessere und ökologische Mobilität. Für mich geht es hierbei um eine zentrale Gerechtigkeitsfrage. Denn arme Kommunen können sich besonders die Ärmsten in dieser Gesellschaft nicht leisten. Deshalb muss der Bund handeln, insbesondere bei den stark steigenden Soziallasten. Und ich bin sehr froh, dass unser Landesvorstand hier in NRW dies immer wieder auf Bundesebene auch einfordert. Liebe Grüne, gerade vor dem Hintergrund der Finanzmarktkrise, vor den politischen Lehren, die wir aus dieser Krise ziehen können, ist es für mich absolut unverständlich, dass unsere Bundesregierung hier überall nichts tut. Wenn selbst der Internationale Währungsfonds, der noch vor 10 Jahren die Länder in Afrika mit einer fehlgeleiteten Liberalisierungspolitik weiter in die Armut gezwungen hat, wenn selbst der IWF erkannt hat, dass die Ungleichheit von Einkommen und Vermögen gerade in den Industriestaaten eine der zentralen Ursachen für diese Krise war, dann kann es nicht sein, dass ausgerechnet unsere Bundesregierung so konsequent an den Lehren der Finanzmarktkrise vorbeiregiert. Liebe Grüne, wir haben erlebt, wie verantwortungslose Spekulationen auf den Finanzmärkten, wie ein intransparenter, komplexer und schlecht regulierter Markt die ganze Welt in eine Jahrhundertkrise gestürzt hat. Und wir erleben aktuell, wie diese ökonomische Krise auch zur politischen Erschütterung geworden ist. Wie immer mehr Menschen die Europäische Union nur noch aus der Brille betrachten, was kostet sie uns, statt in ihr das historische Solidar- und Friedensprojekt zu sehen, das sie ist. Liebe Grüne, ich bin überzeugt, genau deshalb brauchen wir eine Bundesregierung, die versteht, dass man aus einer Krise nicht einfach herausschrumpfen kann. Die versteht, dass die Krisenländer in Südeuropa auch wieder mehr Einnahmen, mehr Investitionen und eine neue Aufbruchsstimmung brauchen, um aus eigener Kraft aus dieser Krise zu kommen. Und die versteht, dass Märkte nur dann vernünftig funktionieren können, wenn es gerechte Spielregeln gibt und faire Chancen für alle Marktteilnehmer. Liebe Grüne, all das hat Angela Merkel nicht verstanden. Und deshalb können wir, kann sich Deutschland, kann sich Europa diese Bundeskanzlerin und diese Bundesregierung einfach nicht mehr leisten. Ich mache seit 12 Jahren bei den Grünen Finanzpolitik. Als Sprecherin der Grünen Jugend NRW, als Kreisvorsitzende in der Kommunalpolitik und auf Landesebene. Nun bitte ich euch um die Chance, dies in Berlin für NRW tun zu dürfen. Mein Name ist Katharina Dröge und ich hoffe auf euer Vertrauen. Es gibt 2 Fragen. Katharina, bleibst du noch kurz oben? Es gibt noch 2 Fragen an dich. Die erste Frage kommt von Barbara Richter aus dem Kreisverband Hagen. Welche Wege kann es deiner Meinung nach geben, die Kommunen zu entschulden? Tim Achtermeier aus dem KV Bonn fragt, wie willst du das EEG gerechter gestalten? Du hast zur Beantwortung dieser Fragen 3 Minuten Zeit.
Ja, liebe Grünen, also die Frage der Entschuldung der Kommunen, das habe ich, glaube ich, in meiner Rede auch schon deutlich gemacht, ist mir ein wirklich sehr wichtiges Anliegen. Hier geht es zum einen darum, dass der Bund den Kommunen die Unterstützung leistet, aber es geht natürlich zum anderen auch darum, dass die Kommunen aus eigener Kraft wieder eine vernünftige Einnahmebasis haben. Hier müssen wir beispielsweise die Gewerbesteuer bei den Kommunen wieder zu einer echten Wirtschaftssteuer ausbauen. Und wir müssen uns auch in der Zukunft damit beschäftigen, die Grundsteuer ist gerade vor dem Verfassungsgericht. Auch da müssen wir dafür sorgen, dass diese Grundsteuer verfassungskonform reformiert ist, sodass diese wichtige Einnahme für die Kommunen nicht wegfällt. Ich glaube aber wirklich, dass der Bund hier in der Pflicht ist und ich glaube, dass wir Grünen hier diejenigen sind, die die stärkste Stimme für die Kommunen sind. Und deshalb ist nur mit uns Grünen wirklich Verlass hier in NRW für die Kommunen. Die zweite Frage zum EEG ist meiner Meinung nach eine sehr wichtige Frage, gerade dieses Thema Energiepolitik. Wir haben morgen noch einen sehr wichtigen und, wie ich auch finde, auch sehr guten Antrag dazu. Gerade das Thema Energiepolitik und Strompreise zeigt ja, wie man die ökologischen und die sozialen Aspekte unserer Politik zusammenbringen kann. Denn ich bin überzeugt und wir Grünen sind überzeugt, dass langfristig die Strompreise durch das EEG, durch die erneuerbaren Energien sinken werden. Auf der anderen Seite beschäftigen wir uns aber auch damit, dass aktuell viele Haushalte vor steigenden Strompreisen stehen. Gerade in den Großstädten haben viele Haushalte auf der anderen Seite aber auch steigende Mietpreise. Das ist für viele Familien ein echtes Problem. Deshalb finde ich es sehr wichtig, dass wir hier mit sowohl ökologischen als auch sozialen Stromtarifen rangehen und dass wir uns auf der anderen Seite aber auch angucken, was eigentlich das wirkliche Problem ist, nämlich die Entlastungstatbestände bei der energieintensiven Industrie. Hier gibt es eine Vielzahl an Ausnahmetatbeständen, einen absolut komplexen Dschungel an Ausnahmetatbeständen. Hier müssen wir ran, das müssen wir reduzieren, weil dann sinken auch die Strompreise für die privaten Haushalte. Vielen Dank, Katharina. Jetzt bitte ich Ute auf die Bühne zu ihrer Vorstellung. Ute, auch du hast 7 Minuten Zeit. Liebe Freundinnen und Freunde, danke. Niemand lebt allein. Niemand lebt für sich, schon gar nicht in dieser globalisierten Welt. Wenn es stimmt, dass wir alle über 5 Ecken weltweit miteinander vernetzt sind, dann heißt unser Ziel Handeln, lokal, global. Ich bin Entwicklungspolitikerin aus Leidenschaft. Mein Thema ist die globale Gerechtigkeit. Das begann für mich in der Arbeit bei der Städtegruppe von Terre des Femmes. Themen wie Sextourismus, Heiratshandel, Ehrenmorde, Genitalverstümmelung waren in den 80er Jahren noch unbekanntes Terrain. Sie sind aber noch heute hochaktuell. Auch der weltweite Kampf für menschenwürdige Löhne ist noch längst nicht beendet. Bis heute schuften sich Frauen und Kinder in anderen Ländern krank, damit wir Geiz ist geil feiern können. Es ist zynisch. Die Brandopfer in den Textilfabriken von Bangladesch, China, Indien, Pakistan zu beklagen, wenn doch gleichzeitig hier bei Taco, bei Kick, bei H&M T-Shirts für weniger als 5 € über den Ladentisch gehen. Das muss sich ändern. Das müssen wir ändern. Liebe Freundinnen und Freunde, Leben auf Kosten der anderen. Mit dieser Wirklichkeit habe ich mich noch nie abgefunden. 7 Milliarden Menschen leben auf der Welt. Eine knappe 1 Milliarde hungert. Das ist obszön. Das ist zutiefst ungerecht. Auch deshalb, weil Veränderungen möglich sind. Denn wenn es möglich ist, dass Regierungen Banken retten, Investmentsfonds sichern, dann muss es doch auch möglich sein, 0,7% unseres Bruttonationaleinkommens in soziale, ökologische und menschenrechtliche Bahnen zu lenken. Wenn ein Entwicklungsminister Niebel das 0,7%-Ziel als Lebenslüge diffamiert, so doch deshalb, weil für die FDP eine Ticketabgabe
oder eine Finanztransaktionssteuer des Teufels ist und weil eine solche Umverteilung für die FDP wie Blei durch die gelbe Kehle rinnt. Doch ich sage, die Gier der Reichen muss begrenzt werden. Entwicklungspolitik muss Partei ergreifen für die Abschaffung der Steueroasen, für soziale, ökologische Standards, für ein Klima der Gerechtigkeit. Und dazu braucht es eins, politischen Willen, und den haben wir. Und lasst uns dafür in der globalen Politik mit entwicklungspolitischem Nachdruck streiten. Liebe Freundinnen und Freunde, und das beginnt von unten, Kommunen sind die Keimzellen. Von Lüchte bis Lüdenscheid, von Höxter bis Heinsberg. Wer keine Kinderarbeit in der Beschaffung will, setzt vor Ort an. Über 1000 Gruppen in NRW engagieren sich ehrenamtlich für Menschenrechte, fairen Handel, für eine bessere, für eine andere Welt. Und sie fordern, dass sich auf Bundesebene endlich etwas Entscheidendes tut für mehr Gerechtigkeit, kommunal, international. Liebe Freundinnen und Freunde, bei meiner Arbeit im Bundestag sorgt ein Thema für besonders viel Dramatik: Rohstoffe. Und ich will euch jetzt nicht mit dem Problem der Erdölförderung im Amazonas, Landgrabbing in Afrika oder der Waldvernichtung in Indonesien kommen. Ich will erzählen, dass wir in der Fraktion für Gerechtigkeit im Rohstoffsektor kämpfen. Durch rechtliche Verpflichtungen, mit Transparenz bei Geldflüssen, durch gezielte Korruptionsbekämpfung. Und hierzu hat, man höre und staune, die USA mit dem sogenannten Dodd-Frank Act den Vorreiter gemacht. Börsennotierte Unternehmen müssen jetzt in den USA die Karten auf den Tisch legen. Und ich will, dass Europa diesem Weg folgt und dass den Merkel-Blockierverein endlich das Handwerk gelegt wird. Liebe Freundinnen und Freunde, Entwicklungspolitik ist Friedenspolitik. Das klingt gut, ist aber noch längst nicht Realität. Vor allem nicht, solange die Welt mit Rüstungsgütern und Waffen aus Deutschland überschwemmt wird. Und diese schwarz-gelbe Chaostruppe hat es nicht verstanden, die Friedensansätze aus der zivilen Konfliktprävention, der Konfliktnachsorge in reale, wirksame Konzepte umzusetzen. Konzepte, die doch so wichtig wären für fragile Staaten wie Kongo, Mali, Somalia. Mich treibt um, wie es in Afghanistan weitergeht, in der Region. Da sind schon so viele Versprechen gebrochen worden. Ich will nicht, dass es im entwicklungspolitischen Aufbaubereich auch noch dasselbe passiert. Was fehlt, ist, dass die Bundesregierung eine entwicklungspolitische Agenda für Afghanistan für die Zeit nach 2014 liefern muss. Und sie tut es nicht. Liebe Freundinnen und Freunde, ich blicke in die Zukunft. Da geht es nicht länger um eine falsch verstandene Entwicklungshilfe, in der die Geberländer das Sagen haben und mitleidig Gutes tun. Diese Zeiten sind vorbei. Verlangt werden nach den Veränderungsprozessen in der arabischen Welt, dem Erstarken neuer sozialen Bewegungen, neue Kommunikationsformen, das verlangt eine international vernetzte Politik. Denn mit Fug und Recht erwartet eine demokratische Zivilgesellschaft funktionierende globale Bündnisse. Und da ist es doch verrückt, wenn Merkel, Murks und Co. auf bilaterale Politik setzen, wenn multilateral nicht gewollt ist und wenn sie es auch nicht können. Und ich habe Vorschläge dazu mit meinen Kollegen auf den Tisch gelegt für eine menschenrechtsbasierte Entwicklungspolitik, für eine sozial-ökologische Veränderung, für eine Transformation. Liebe Freundinnen und Freunde, ich will es nicht zulassen, dass unser Lebensstil der tödliche Cocktail ist, in dem Rohstoffe ein Fluch sind, Urwälder für den Fleischverbrauch vernichtet werden und der CO2-Ausstoß die Welt kocht. Ich will Armut überwinden, Geschlechtergerechtigkeit, Respekt vor den Völkern und dass die Grenzen des Planeten geachtet werden. Und dafür möchte ich mit euch als eure Entwicklungspolitikerin im Bundestag kämpfen. Und weil ich kämpfen kann, trete ich auch auf diesem Platz an und brauche dazu eure Stimme. Danke.
Ute, an dich liegt eine Frage vor von Patrick Jedamczyk aus dem KV Gelsenkirchen. Er fragt, wie stehst du zu einem internationalen Staatsinsolvenzverfahren? Ein internationales Staatsinsolvenzverfahren ist, denke ich, eine sehr gute Idee. Und wir haben in der Grünen Bundestagsfraktion auch eine Veranstaltung dazu gemacht, darüber geredet. Und wir sind der Meinung, dass es dringend notwendig ist, die Staaten gemeinsam dazu zu führen, dass man eben merkt, wenn ein Staat überschuldet ist, dann muss die internationale Gemeinschaft eingreifen. Es ist natürlich ein sehr komplizierter Prozess. Das ist nicht ganz einfach, aber wir Grünen haben den Willen dazu als einzige Bundestagsfraktion bekundet und dafür trete ich auch weiterhin an. Danke. So, dann können wir nun in den Wahlgang einsteigen. Wie gewohnt, mit der 1 stimmt ihr für Enthaltung, mit der 2 gebt ihr eure Nein-Stimme ab. Mit der 3 stimmt ihr für Katharina Dröge und mit der 4 für Ute Kocsi und ich eröffne hiermit den Wahlgang. Hatte jede und jeder von euch die Möglichkeit, eure Stimme abzugeben? Ich sehe, da vorne gibt es noch Probleme bei der Stimmabgabe. Dann warten wir noch einen Moment. Ich würde noch einmal nachfragen, ob nun alle Delegierten die Möglichkeit hatten, ihre Stimme abzugeben. Ich sehe, dass das der Fall ist und schließe den Wahlgang und dann warten wir nun auf das Ergebnis. Da ist das Ergebnis schon da. Es wurden 260 Stimmen abgegeben. Das Quorum lag daher bei 131 Stimmen, 3 Enthaltungen, 4 Nein-Stimmen, 118 Stimmen für Ute Kocsi und 135 Stimmen für Katharina Dröge. Katharina, du bist damit gewählt. Ich frage dich, nimmst du die Wahl an? Ja, herzlichen Dank an alle, das ist wirklich überwältigend. Dankeschön. Ja. Damit kommen wir zur letzten Wahl für heute. Wir wählen jetzt den Listenplatz 10. Bislang liegt uns eine Bewerbung vor von Kai Gehring, Kreisverband Essen. Ich frage die Versammlung, ob es weitere Bewerbungen gibt. Das ist nicht der Fall. Ich erkläre hiermit den Bewerbungsschluss. Sag noch mal kurz, dass wir jetzt hier vorne, also ja. Achso, ja. Also bei allem Verständnis für Freude und Gratulationswillen würde ich doch bitten, dass jetzt an der Seite zu machen oder sogar draußen zu machen, damit wir uns hier auf Kais Rede konzentrieren können. Kai, du hast das Wort. Liebe Freundinnen und Freunde, soziale Gerechtigkeit und wirtschaftliche Entwicklung sind ohne gute Bildung und Wissenschaft undenkbar. Für mich ist Bildung elementarer Säule des Sozialen und Basis einer kreativen, wissensbasierten Green Economy, so wie wir sie wollen. Kanzlerin und Koalition haben die Bildungsrepublik Deutschland ausgerufen. Die hat sich aber als Fata Morgana entpuppt. Schwarz-Gelb hat die Chancen vieler Kinder verspielt und falsche Prioritäten gesetzt. Das muss sich ändern. Eine andere Bildungspolitik ist nötig und sie ist möglich, liebe Freundinnen und Freunde.
Wir arbeiten längst daran. Das bundesweite Ende von Studiengebühren ist zum Greifen nah. Als nächstes sind Bayern und Niedersachsen dran. Meine Mutter war Arzthelferin, mein Vater Elektriker. Mit Studiengebühren hätte ich wohl nicht studiert. In so einer Ausgangslage braucht man kein elitäres Deutschlandstipendium und keine Schuldenberge durch Studienkredite. Man braucht einen guten Studienplatz und ein BAföG, das zum Leben reicht. Und auch deswegen kämpfe ich für höhere Bildungsinvestitionen und für eine Politik, die kein Kind zurücklässt. Ein unsoziales und unterfinanziertes Bildungs- und Wissenschaftssystem, das können und das dürfen wir uns nicht erlauben. Kinder haben ein Recht auf gute Bildung. Deswegen halten wir am Rechtsanspruch auf Kinderbetreuung fest. Und darum verankern wir im Sofortprogramm einer rot-grünen Bundesregierung die Abschaffung dieses irrsinnigen Betreuungsgeldes. Auf diese Bildungsfernhalteprämie einer bayerischen Provinzpartei CSU und der CDU hat die FDP noch eine neoliberale Duftmarke gesetzt, das Bildungssparen von Herrn Rösler. Damit werden Bildungskosten privatisiert und die Versicherungswirtschaft subventioniert. Beides will ich nicht. Ich will gute öffentliche Bildungsinfrastruktur für alle. Elf Jahre nach dem PISA-Schock gibt es keine Entwarnung. Die nach wie vor hohe Zahl an Bildungsverliererinnen und Bildungsverlierern wird von Ministerin Schawan systematisch schöngeredet. Die Bildungsspaltung in Deutschland, sie schreit zum Himmel. Jeder Zehnte ist funktionaler Analphabet. Jeder 15. Jugendliche bricht die Schule ab. Es sind genauso viele Jugendliche in Warteschleifen, wie Münster Einwohner hat. Und über 2 Millionen Erwachsene haben gar keinen Berufsabschluss. Unser Bildungssystem produziert prekäre Generationen mit miserablen Chancen auf gute Arbeit und dem hohen Risiken auf lebenslange Sozialtransfers. Das ist empörend, das muss sich ändern und das können nur wir ändern. Gute Bildung ist gesamtstaatliche Aufgabe. Darum kämpfe ich so gegen das Kooperationsverbot im Grundgesetz. Es ist verrückt, dass der Bund höchstens in außergewöhnlichen Notsituationen oder bei Naturkatastrophen den Ländern bei der Bildung finanziell unter die Arme greifen darf. Erst wenn Lippe, Rhein und Ruhr halb Nordrhein-Westfalen unter Wasser gesetzt hat oder die Eifel durch ein Erdbeben erschüttert wird, darf der Bund bei uns Ganztagsschulen unterstützen. Diesen Unsinn akzeptieren wir nicht. Bildung ist ein Menschenrecht. Bildung ist gesamtstaatliche Herausforderung, keine Naturkatastrophe. Mein Ziel ist eine Ermöglichungsverfassung für bessere Bildung und Wissenschaft. Für mehr Ganztagsschulen statt Bürokratiemonster wie das Bildungs- und Teilhabepaket, ihr erlebt das in den Kommunen. Für einen verlässlichen Studienplatzausbau statt Hochschulmangelpakte. Für inklusive Bildung statt Ausgrenzung. Bildungsbarrieren und Verbote haben in unserer Verfassung nichts verloren. Als Arbeiterkind liegt mir der Kampf gegen Bildungsarmut sehr am Herzen. Meine Vision ist ein Bildungsaufsteigerland. Ich möchte in einem Land leben, das niemand zurücklässt, sondern alle ermutigt und individuell fördert. Ein Land, das eine neue Bildungsexpansion anpackt. Ein Land, in dem Chancen nicht nach Herkunft verteilt sind. In dem es egal ist, was deine Eltern verdienen. In dem nicht zählt, woher du kommst, wen du liebst und was du glaubst. Ein Land, das gesellschaftliche Vielfalt wertschätzt. Und für ein solches Land, dafür braucht es starke Grüne. Unsere Botschaft ist klar. Wir sind verliebt in Vielfalt. Wir kämpfen gegen Rassismus und gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit. Wir sortieren Menschen nicht in Schubladen, sondern wollen, dass alle selbstbestimmt leben können. Ob Kassiererin, Landwirt oder Ingenieurin, ob alleinerziehend oder Regenbogenfamilie. Wir arbeiten dafür, dass alle gleiche Chancen haben. Wir wollen nicht Kinder, wir wollen Kinder fördern und nicht Trauscheine. Und für diese Politik und dieses Gesellschaftsbild stehen nur wir in der Stadt und überall auf dem Land.
und auch deswegen bin ich Mitglied dieser wunderbaren Partei. Wir Grüne sind unseren Inhalten treu geblieben. Als eigenständige linke Kraft haben wir die Mitte unserer Gesellschaft nach links verschoben. Wir sprechen auch für das progressive Bürgertum, warum auch nicht, aber keinesfalls für das Spießbürgertum. Wir ergreifen Partei für die Schwächsten und für alle Menschen, denen gesellschaftlicher Zusammenhalt, ein funktionierendes Gemeinwesen und die radikale Ökologisierung unserer Industriegesellschaft nicht wurscht, sondern wichtig sind. Und auch deswegen stehen wir Grüne in klarer Konkurrenz zur Biedermeier-CDU. Ihr habt es schon ein paar Mal heute gehört, aber es bleibt richtig. Grün oder Merkel, darum geht es 2013. Und wer ein solidarisches Europa, eine gerechte Gesellschaft, ökologische Erneuerung und lebendige Demokratie will, für den müssen wir Grünen im Herbst nächsten Jahres die allererste Wahl sein. Da bin ich optimistisch, dass uns das gelingt. Ich danke euch für eure Unterstützung und freue mich auf den Wahlkampf mit euch. Vielen Dank, Kai. Auch du hast eine Punktlandung hingelegt und an dich wurde eine Frage gestellt, und zwar von Christoph Renkel vom Kreisverband Bonn. Und die Frage lautet: Wie stehst du zu Open Access in der Wissenschaft und wie sollen wir Grüne uns dazu positionieren? Ja, vielen Dank für diese Frage. Ich glaube, dass wir auch in dem Bereich einer transparenten Wissenschaft und Open Access Vorreiterinnen und Vorreiter sind. Wir haben als Bundestagsfraktion hierzu auch bereits Anträge eingebracht. Und ich glaube, dass diese ganze Frage, wie wir eigentlich unsere Wissensgesellschaft gestalten und wie wir auch mit den Hochschulen und den Wissenschafts- und Forschungseinrichtungen hier zu guten Lösungen kommen, dass wir da Vorreiterinnen und Vorreiter sind und da im Wahlkampf auch einiges anzubieten haben. Ich meine, mein Job ist sowieso, eigentlich eine permanente Hochschultour zu machen. Und das ist etwas, was ich mit diesen Konzepten für eine transparente Wissenschaft auch gerne im Wahlkampf mit euch zusammen machen würde. Vielen Dank. Vielen Dank für die Beantwortung der Fragen. Wir kommen damit zur Abstimmung. Ihr könnt wählen mit der 1 Enthaltung, mit der 2 Nein und mit der 3 Kai. Ich erkläre die Abstimmung für eröffnet. Haben alle abgestimmt? Gibt es irgendwo Probleme bei der Abstimmung? Das scheint nicht der Fall zu sein. Ich frage nochmal, ob alle abgestimmt haben. So, kein Widerspruch. Damit erkläre ich den Abstimmungsvorgang für geschlossen. Wir haben ein Ergebnis für Platz 10. Es wurden 260 Stimmen abgegeben. Das Quorum beträgt damit 131 Stimmen. Es gab 22 Enthaltungen, 34 Nein-Stimmen und 204 Stimmen für Kai. Damit ist Kai gewählt. Und ich frage Kai, ob er die Wahl annimmt. Ja, ganz herzlichen Dank für den erneuten Vertrauensvorschuss. Packen wir es an. Grün auf. Ja, ihr Lieben, damit haben wir die ersten 10 Plätze hinter uns gebracht. Das soll erfüllt heute Abend. Wir möchten uns ganz herzlich bei euch bedanken für eure Disziplin, dass wir das alles so schnell durchgeführt haben heute Abend. Für morgen der Hinweis, wir beginnen um 10.30 Uhr. Wir haben ja morgen...
Wir haben morgen ja wiederum eine ganze Reihe von Wahlgängen, aber auch inhaltliche Punkte, über die wir sprechen möchten. Deshalb bitte ich euch, pünktlich um 10.30 Uhr hier in der Halle zu sein. Und ein wichtiger Hinweis betrifft noch diese Stimmgeräte. Damit ihr morgen auch genug Saft habt, um weiter abstimmen zu können, möchte ich euch bitten, die Karten mitzunehmen, die Stimmgeräte aber am Hallenausgang abzugeben, damit die über Nacht aufgeladen werden können. Das wäre eine große Hilfe. Des Weiteren möchte ich nochmal auf das Antragstellerinnen-Treffen hinweisen, das in einer Viertelstunde im Raum Symphonium stattfinden wird. Und wünsche euch dann noch einen schönen Abend. Bis morgen.